So, nach einer kleinen Odyssee heute sind Sie endlich bei mir angekommen, beziehungsweise er. Und zwar handelt es sich hierbei um einen Zugzielanzeiger der U-Bahn in Nürnberg. Genauer gesagt stammt dieser hier von der Maximilianstraße. Und ja, momentan natürlich noch nicht in Betrieb, weil, wie gesagt, ich habe ihn gerade heute erst abgeholt. Was gibt's dazu zu sagen? Es sind relativ umständlich gestaltete Module. Da sage ich dann später aber auch nochmal was zu. Also nicht jetzt in diesem Video, aber wenn ich dann mal ein bisschen weiter bin. Und die Steuerung befindet sich auch wieder hinter der Gleiszahl. Das ist eine kleine Tür, die unten sieht man so einen kleinen Knopf hat. Hier, und da kann man die aufmachen. Und dahinter ist die Steuerplatine. Das ist im Grunde eigentlich wirklich nur eine komplette Platine und nicht, wie man sie von den Krone-Anzeigen oder so kennt, mehrere Steuerungen, sondern ist eben nur eine komplette Platine. Noch relativ diskret aufgebaut, aber natürlich auch schon mit den ICs, die auch das Programm und die Steuerung beinhalten. Mit was für Daten diese Anzeige gefüttert wird, da bin ich gerade noch in Kontakt. Da bekomme ich dann auch noch ein paar Datenblätter zugespielt. Das dauert aber noch ein Weilchen, also keine Sorge. Es wird noch was kommen. Heute ist er jetzt erstmal angekommen. Ich wollte euch das einfach mal zeigen und kann euch auch ein bisschen was zu der Geschichte erzählen. Also ich habe nicht viel rausgefunden, außer dass 1972 diese Anzeiger installiert wurden, so nach und nach bei der Nürnberger U-Bahn. Und ich glaube, also wie gesagt, von der Firma Autophon sind die hergestellt. Sieht man ja auch, weiß nicht, ob man das sieht, da unten. Von der Firma Autophon GmbH in Kassel. Und die wurden eingetragen 1970. In dieses, weiß nicht, Bundeszentralregister für Gewerbe oder was auch immer. Jedenfalls haben sie sich da angemeldet. Und wie gesagt, 1972 wurden sie dann in der U-Bahn installiert, wo auch die Firma Autophon da zusammen mit der Firma Krantz Computer Displays eben für Bahnhöfe und Flughäfen gebaut hat. Die Firma Krantz Computer hat die Elektronik entwickelt, mehr oder weniger. Und Autophon selbst, also die Platinen eben, und Autophon selbst hat dann die Anzeiger dazu gebaut. Also die Fallblattmodule und alles. Und 1981 ist Autophon gelöscht worden. Also sie sind, glaube ich, insolvent gegangen. Oder wurden von irgendeiner anderen Firma aufgekauft. Das habe ich leider nicht in Erfahrung bringen können. Jedenfalls wurde dieser Eintrag, wo sie sich auch angemeldet haben, dann 1981 wieder gelöscht. Bedeutet im Umkehrschluss, wenn sie 1972 installiert worden sind, dann waren das jetzt, sage ich mal, 42 Jahre, wo diese Anzeiger ja, 24 Stunden am Tag durchgelaufen sind. Und jetzt bis zum Abbau haben sie ja funktioniert. Also, robuste Technik auf jeden Fall. sie haben eigentlich keine Beschädigungen momentan hier. Sieht man ja noch so ein paar Flecken hier und alles sind ein bisschen dreckig. Muss ich da noch putzen. Aber das sollte kein Problem sein. Die Scheiben sind im Gegensatz zu dem Berliner Anzeiger Echtglasscheiben. Und das Gehäuse besteht aus Aluminiumblech. Nicht so wie der Berliner Anzeiger, der ist aus Aluminiumguss. Der ist auch etwas schwerer, aber diesen Anzeiger kann man mit zwei Leuten problemlos tragen und der Würfel, den konnte ich sogar alleine tragen. Also das ist überhaupt kein Gewicht, was die haben. Ich schätze mal, der Anzeiger, weil was wird der haben? 20, vielleicht 25 Kilo und der Würfel selbst hat, ja, lass es 7, 8, lass es 10 Kilo sein. Also sind wirklich nicht schwer. Ja, diese Anzeiger werden jetzt durch neue moderne Anzeiger ersetzt mit modernen Bildschirm, aber tatsächlich habe ich auch gesehen, in dem an dieses alte Design orientiert sind sie schon, nur eben mit einem modernen Display drin. Und die
Nürnberger Verkehrsbetriebe, die ja da auch für zuständig sind, die verkaufen sie momentan oder zumindest haben sich ja viele Leute darauf angemeldet. Ich glaube, mittlerweile sind schon alle vergeben oder halt versprochen eben. Haben sie für 5 Euro Aufwandsentschädigung, haben sie es genannt, verkaufen sie die Dinger halt. Ja, und da konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Es kann sein, dass ich eventuell noch einen mit Uhr krieg. Wenn dem so ist, okay, nehme ich einen. Wenn es nicht sein sollte, auch kein Problem. Habe ich mir auch schon überlegt, statt dem Informationsschild, was hier oben drin ist, kann ich dann auch eine Uhr einbauen, wenn es ist. Oder ich lasse es einfach so. Ich meine, ich habe so viele Uhren, da brauche ich das jetzt nicht unbedingt. Da kommt es mir eher so ein bisschen auf Originalitätserhalt an. Ja, sonst gibt es momentan nichts dazu zu sagen. Wie gesagt, wenn ich so ein paar Datenblätter habe und ein bisschen mehr technische Sachen sagen kann, dann kann ich das gerne machen. Und da wird dann auch noch ein Video kommen. Ja, bis dahin. Ich muss mal schauen, vielleicht schaffe ich sogar am Wochenende den schon an die Decke zu dübeln. Ich habe auch schon Platz gefunden. 1,20 Meter lang, 60 cm tief und 50 cm hoch sind sie. Ja, mal schauen. Ihr werdet es ja dann sehen, ein Video kommt dementsprechend. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Anregungen, Kommentare, lasst es mich gerne wissen. Und bevor ich jetzt hier noch 3000 Mal gegen die Kamera stoße, wenn euch solche Sachen interessieren, lasst gerne ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Servus, euer Fayless.